Ich möchte Ihnen gerne ein Traumpaar, nein, das Traumpaar schlechthin im deutschen Fernsehen ansagen. Sie hat wieder Schlagzeilen gemacht mit ihrem Superkleid bei der letzten Bambi-Verleihung. Er ist der Erfinder von Verstehen Sie Spaß. Herzlich willkommen heute Abend als Überraschungsgäste Paola und Kurt Felix. Hallo. Hallo. Paola. Mein Paar. Hier sind Sie, die beiden, die in unvergesslicher Manier verständlich Spaß präsentiert haben, Traumeinschaltquoten hatten, die nie wieder erreicht worden sind. Und Sie haben einen ganz besonderen Grund, heute hierher zu kommen. Kurt. Ja, wir möchten jemanden verabschieden, der heute seine letzte Sendung hat, der das deutsche Unterhaltungsfernsehen jahrzehntelang geprägt hat. Mein lieber Frank, du bist es nicht. Danke. Nein. Ja, danke. Wir, doch Jahrzehnte sollst du weitermachen. Nein, es ist der Regisseur dieser Sendung, Dr. Dieter Beutel. Unser Regisseur, der Regisseur war vom Flitterabend, vom laufenden Band, der so furchtbar viele Sendungen gemacht hat. Er hat nach 45 Jahren sich jetzt einfach gesagt, Leute, lasst mich mal früher nach Hause gehen, ich möchte in Zukunft meiner Frau das Frühstück machen. Genau. Und für euch ist das natürlich ein ganz großer Moment und ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Ja, und zwar noch aus einem Grund, um dir, lieber Dieter, der du nun im Ü-Wagen sitzt, zu danken, nämlich... Dieter hat uns vor einem Vierteljahrhundert gemeinsam vor der Kamera zum ersten Mal zusammengebracht. Und ohne Dieter hätten wir wahrscheinlich, verstehen Sie, Spaß nicht miteinander moderiert und würden auch heute hier nicht stehen. Ja, aber danke, es kommt ja noch danke, was danke. Viel Wichtigeres, ja. Paola. Der hat euch ja nicht nur als Moderatoren zusammengebracht, sondern dann hat sich ja auch noch was entwickelt. Ja, also eben, lieber Dieter, vielen Dank. Denn ich muss sagen, der Dieter ist auch ein ganz kollegialer Regisseur, immer den Künstlern gegenüber. Er ist nie gekommen mit so einer flippigen Hornbrille und dem roten Schal, sondern fast symbolisch trägt er meistens so eine Wolljacke. Und wenn er das Studio betritt, hat man einfach das Gefühl, es ist ein Familienfest. Und jetzt, meine Damen und Herren, hat ja noch niemand diesen Dieter von Ihnen gesehen. Wir zeigen Ihnen den Dieter. Da sitzt er im Ü-Wagen, wo er seit 45 Jahren sitzt. Da schalten wir jetzt hin. Dieter, dreh dich bitte einmal um. Wir sind alle hier und bedanken uns von ganzem Herzen für hunderte von großartigen Showsendungen, die du gemacht hast. Dr. Dieter Beutel. Ihr habt mir eine Freude gemacht für das Kommen. Paola, die Blümchen für dich. Der Riesenbeifall für euch. Bleibt gesund, kommt oft wieder, wann immer ihr wollt. Jeder Tipp von dir ist für mich immer ein Schritt nach vorne, weil Verstehen Sie Spaß. Herzlichen Dank, Paola und Kurt Felix.